Ja, hallo Christoph Wickel. Hallo. Herzlich willkommen im Maschinenleitstand, im Maschinenraum der Stubnitz an der Kaikante in der Hafen City hier in Hamburg. Schön, dass du da bist. Und schön, dass ich hier sein kann. Ja. Danke für die Einladung. Genau, ich habe mir ein paar Stichworte aufgeschrieben, um dich einfach mal vorzustellen für die Leute, die Christoph nicht kennen. Du bist freier Journalist und Autor in Hamburg. Du schreibst für die Zeit, für Spiegel Online, den NDR, den Freitag. Bist bei BYTE.fm und bei Taz auch mal wieder zu lesen, so oder warst immer zu lesen. Du hast mehrere Bücher geschrieben. Gentrifi Dingsbums oder Eine Stadt für alle 2010-11. Läden, Schuppen, Kaschem und eine Hamburger Popkulturgeschichte von 2003. Und Das Projektil sind wir 2007 mit Karl-Heinz Delvo und Tina Pettersen. Bist Mitbegründer der Genossenschaft Fuchs, eine Arbeits- und Bildungs- und ein Kulturort in Altona in der ehemaligen Kaserne. 2011 warst du Mitverfasser eines Manifestes mit dem Namen Not in Our Name, Marke Hamburg. Da waren auch Rocco Schamoni dabei, Ted Geier, Melissa Logan, Peter Lohmeier, ganz illustrer. Und wir hatten vor kurzem Felix Kubin hier und er kam mit Urs Blaser auf deine Zeit als Chefredakteur beim Stadtmagazin Szene Hamburg. Da warst du von 99 bis 2003 wohl Redaktionsleiter. Genau, und ja, was machst du gerade aktuell? Wo steckst du drin? Wie geht's mit Corona? Ach, also ich bin ja Journalist, hauptberuflich. Und da habe ich viel zu tun gehabt im Frühjahr, als es losging. Ich schreibe vor allem für die Zeit über Hamburg, viel über Stadtentwicklung und über die Schnittstelle Kultur und Stadtentwicklung. Ich mache Radio bei BYTE.fm, Musikradio, Tropeninstitut und beim NDR, den Nachtclub Domingo moderiere ich, auch so globale Musik aus allen Ecken der Welt. Ich mache Musik mit Estrellas de Cana und mit Schwabingrad Ballett und Arrivati. Also ja, ich habe ganz gut zu tun. Ja, wie erlebst du die Zeit seit, sag ich mal, seit März? Als Journalist geht das einfach weiter, man beschreibt die Krise als Musiker und Kunstschaffender. Ach, einfach weiter geht ja gar nichts. Wir waren natürlich als Journalisten und Journalistinnen und Journalisten Tag ein, Tag aus mit diesem Thema beschäftigt und es geht einem dann ja auch irgendwann auf den Keks. Aber ja, es ist ja dann auch wieder auf eine gewisse Weise eine historische Zeit und als Journalist wirst du dann immer auch ein bisschen unruhig, denkst, ups, bloß nichts verpassen, bloß alles richtig einschätzen und so. Insofern war es auch ein bisschen aufregend und ja, als Musiker, ja, so viel wäre jetzt nicht da gewesen, aber es sind schon Sachen abgesagt worden, wir konnten nicht proben und so. Ich habe mit den Estrellas de Cana einen Song über den Virus gemacht und mit Schwabingrad Ballett arbeiten wir gerade an einem Hörspiel zum Thema Corona-Pandemie weltweit, wo wir überall auf der Welt mit Leuten sprechen und deren Stimmen hören und deren Ansichten hören und von denen uns die Situation beschreiben lassen. Also wie wir alle, habe ich auch ich Tag ein, Tag aus irgendwie damit zu tun. So. Und ja. Frag mich nicht nach der Lösung. Ja, genau. Ich habe bei dir gesehen, was diesen Estrella de Cala Videoclip angeht. Ja. Hast du geschrieben, ich lese das mal so kurz ab hier. Wäre die Hansestadt eine Musikstadt mit echtem Musikradio? Habe nicht ich geschrieben, das hat ein freundlicher Rezensent geschrieben. Ah, okay, okay. Aber ich fand es ganz witzig so, weil es gerade halt eben auch hier zu der Situation so passt. Also wäre die Hansestadt eine Musikstadt mit echtem Musikradio und kultureller Perspektive, hätten wir hiermit die aktuelle Hymne der Stadt. So muss man sich selbst darum kümmern, diesen Song in der Flut der gekauften Playlist-Einträge, Boxsets und Colored Vinyl Edition nicht zu übersehen. Ja. Musikstadt Hamburg klingt da ja schon ein bisschen an. Wie schätzt du die ganze Situation hier in Hamburg ein, was redaktionelle musikjournalistische Arbeit und Beschreibung des Geschehens angeht? Oh, das ist eine große Frage. Ich glaube, da geht es in Hamburg nicht anders als in anderen Metropolen, dass eigentlich der Musikjournalismus irgendwann in den Nullerjahren so leise zum sterbenskranken Patienten geworden ist. Also ich war ja in den 90ern auch Autor der Specs, die gibt es nicht mehr, Intro gibt es nicht mehr. Es gibt so ein paar Leute, die Stange noch hochhalten. Auf BYTE.fm machen wir redaktionelles Musikradio und versuchen im weitesten Sinne Musikjournalismus zu machen. Aber
den Musikjournalismus als eigenständiges Medium nehme ich immer weniger wahr. Ich weiß nicht, wie es euch hier geht, so wie ihr eure Konzerte promotet, aber dieses, oh, man will unbedingt Rezensionen in der Specs haben oder im Intro oder aufs Titelblatt oder so. Der Rolling Stone ist eigentlich nur, da geht es nur noch um Retro und um große alte weiße Männer. Also da passiert nicht viel. Und Hamburg ist natürlich, ja, in Hamburg hat man versucht, sich das irgendwie selber so ein bisschen zu organisieren, hat man so einen Musikpreis ins Leben gerufen, den Hans. Also die Branche versucht ja irgendwie Wind zu machen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber ich glaube, das ist halt einfach ein großer kultureller Wandel, der irgendwie im digitalen Zeitalter in den 90er, 0er Jahren eingetreten ist, dass Musik im Leben von jungen Menschen zwar noch ein wichtiger Bestandteil ist, aber ganz anders geframed ist. Und das, was wir früher so hatten, dieses ich kenne mich gut aus mit Bands und Epochen, mit Musikerinnen und Musikern, und daraus beziehe ich so einen Distinktionsgewinn, meinen Geschmack, meinen Musikgeschmack, meine Playlist oder so weiter, ist das, was mich auszeichnet. Ich glaube, das verteilt sich auf ganz viele Bereiche heutzutage, und da muss man irgendwie entspannt mit umgehen. Das war jetzt eine sehr allgemeine Antwort. Also speziell auf Hamburg bezogen. Ja, vielleicht kann ich so ein Beispiel sagen. Ja. Ich habe ja mit anderen Autorinnen und Autoren 2002 das Buch Läden, Schuppen, Kaschemmen gemacht, wo wir so in Interviewform Musikerinnen, VeranstalterInnen und Gäste von Clubs, Musikorten die Geschichte der Hamburger Musikkultur haben erzählen lassen. Und was interessant war, diese ganze Epoche der 60er Jahre, 70er Jahre bis, naja, das hört so Mitte, Ende der 90er auf, das Buch, war ja eigentlich geprägt davon, dass es nicht sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit für Subkultur gab, dass Subkultur eben in der Subkultur stattfand und vielleicht Szenezeitschriften darüber berichtet haben. Oder auch so ein bisschen unbeobachteter. Ja, unbeobachteter in den Brachen der Stadt, in den Nischen der Stadt stattgefunden hat. Und das hat sich natürlich radikal geändert. Das hat was mit Stadtentwicklung und Gentrifizierung zu tun. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Musik heute irgendwie eine andere Aufmerksamkeitsökonomie braucht. Ich glaube immer noch, dass Leute Orte suchen wie die Stubnitz und auch finden, und dass wahrscheinlich heute Leute sagen werden, oh, dass ich damals die Stubnitz entdeckt habe und die Band da gesehen habe, war für mein Leben wegweisend. Aber irgendwie gibt es da sozusagen eine andere, ja, so einen anderen Grundduktus. So eine Stadt, wir haben damals, als wir Not in Our Name geschrieben haben, vor 10 Jahren, haben wir festgestellt, ups, die Stadt Hamburg wirbt jetzt plötzlich mit den Subkulturorten und stellt die Kreativen nach vorne. Was ja, wo man sagen könnte, ist eine positive Entwicklung. Endlich gibt es mal Aufmerksamkeit, aber gleichzeitig geht das natürlich allgemein mit einem Niedergang der Musikindustrie und dessen, was an Geld, an Umsatz im Musikbusiness ist, einher. Also kleine Bands, die früher selbstverständlich ein paar tausend Platten verkauft haben, verkaufen heute vielleicht noch ein paar hundert oder ein paar Dutzend. So, und das prägt natürlich das Geschehen. Ja, und der Musikkonsum hängt auch auf den Streaming-Plattformen wie Spotify. Ja. Oder mein Bandcamp gehört noch zu den einen der quasi besseren, faireren für Musikerinnen. So, ja. Aber insgesamt ist das abgewandert ins Internet für Nuller, wenn man will. Also wenn man kein Geld ausgeben will, kann man alle Musik konsumieren, ohne irgendwas zu zahlen dafür. Klar, genau. Ja. Genau, und wir sind natürlich alle Teil von dem Phänomen, und gleichzeitig ist es aber auch eines der größten Probleme, die wir haben, wenn es um Musikkultur angeht. Ne? Ja. Die Idee war ja, die hier zum Beispiel Blo und Felix hatten, so, dass im Endeffekt so ein paar Komponente braucht, um eine echte Szene, um eine lebendige Szene zu haben, um Dynamiken zu haben in der Stadt auch. Also zum einen wirklich Leute, die in einem Ort mit guten Ideen und Durchhaltevermögen was existieren lassen oder was schaffen so. Aber eben auch die Musikerinnen und Künstlerprojekte, die dabei mitmachen. Und der Ort, der vielleicht am besten auch mit dem Plattenladen, wobei auch die Idee des Plattenladens ja eigentlich auch schon ein bisschen so, also für Nerds ist das immer noch ein Ding, Platten zu kaufen irgendwo, oder auch für echte Musikliebhaberinnen. Aber insgesamt über Digital-Downloads sind ja die Orte auch im Endeffekt gar nicht mehr notwendig. Also so der Ort, das Plattenladen so. Siehst du also einige Komponente, die eine Stadt eigentlich braucht oder eine bestimmte Szene auch, damit dort wirklich was passiert, damit ein Nährboden und ein Sammelsurium an Künstlern, Besucherinnen und allem Möglichen zusammenkommt, dass da
was Lebendiges entsteht, das auch ökonomisch sich irgendwie halten könnte oder so? Ich glaube, da hat sich nicht so viel getan. Ich glaube, klar, physische Orte, an denen Leute auftreten, sich begegnen können, sich die Köpfe heiß reden können, sind nach wie vor wichtig. Und das macht es ja auch gerade so schwierig in dieser Corona-Zeit, dass das alles nicht stattfinden kann. Ich als Beobachter, als Musikjournalist, als DJ stelle ich natürlich aber trotzdem auch fest, dass wir eine Globalisierung von Musikszenen haben. Das heißt, Leute begegnen sich nur noch im Netz, machen Platten zusammen, machen Tracks zusammen und haben sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass das nicht funktioniert. Also ich finde schon, ja, das wäre auch so ein bisschen früher ist alles besser gewesen, so eine Haltung. Wenn man jetzt negieren würde, dass das auch interessante, witzige Folgen hat. So, ne? Dass absolut, halt ja. Musik digital überall gleichzeitig stattfinden kann. Ne? Also ich habe ja angefangen, mich in den 80er Jahren mit Latin Music zu beschäftigen und habe festgestellt, dass das, was wir früher Latin Music eher so lokal verortet haben, die Folklore der Länder oder so, dass das halt explodiert ist und überall stattfindet. Das hat natürlich viel mit Migration zu tun, dass Leute irgendwo hin migrieren, das heißt aber auch Musik und Sounds migrieren und werden von Leuten gemacht, die da gar nicht herkommen oder ja. So. Ne? Und insofern finde ich, das hat auch seine positiven Seiten. Ich will das nicht nur bedauern. Trotzdem ist es natürlich für eine Stadt wie Hamburg total wichtig, dass es Orte gibt, an denen Musik stattfindet und an denen auch unbequeme und nicht kommerzielle Musik stattfindet. So. Ja. Das ist allgemein ja so eine Tendenz auch. Also wenn man das ein bisschen so Musikradio, wenn man ins Auto steigt und sucht einen Radiosender zum Fahren, wenn ja. man gerade nichts dabei hat, was man selber hören kann, so, das ist ja schon eine harte Nummer. Also für einen Menschen, der Musik gerne hat oder sowas. Mhm. Die Idee, das Publikum nicht zu überfordern, also ist ja, also gefällig zu sein, dass es ja. möglichst vielen Menschen gefällt, bringt ja auch im Endeffekt eine sehr stromlinienförmige Musik mit. So allein von der Laufzeit, wie lange ein Track geht, ja. bis zu was auch damit rüberkommt. Und ich habe das Gefühl, ich höre eigentlich, also ganz selten Radio und habe das Gefühl, dass da tut sich jetzt nicht unbedingt viel dabei hervor. So. Ja, ich habe zwei Töchter, 8 und 13 Jahre, um deren Musikgeschmack ich mir ernsthaft Sorgen mache, weil wenn die das Radio einschalten, zu der Zeit, wo die Radio hören, gibt es halt nur Dudelfunk. Das sind nur die 200 bis 400 Titel, die da halt laufen. Und ich habe nichts gegen Dua Lipa, aber sozusagen, es ist schön, wenn du auch noch was anderes kennenlernst. Ja. Ich meine, ich bin ja selber als Musikjournalist nachts im NDR seit 2003 mache ich dort die Sendung Nachtclub Domingo, wo ich globale Musik in jeder Form aus allen Zeiten spiele. Ich spiele irgendwie 10 Minuten Tracks von Sun Ra, ich spiele elektronische Musik aus Argentinien und aus China, so alles Mögliche. Dieses Programm wird Ende des Jahres im Rahmen des großen der großen Sparoffensive des NDR, wird der gesamte NDR-Nachtclub vom terrestrischen Radio, also von NDR Info 92,3, verlegt ins Internet zu einem Sender namens NDR Blue, den halt ein paar tausend Leute im Internet hören, okay. und findet dann quasi nicht mehr terrestrisch statt. Wir spielen da im Jahr über 10.000 Titel. So, das ist eigentlich eine der letzten öffentlich-rechtlichen Plattformen für ungewöhnliche Musik gewesen. Wird jetzt weggespart. Und wie viel Uhr ist die immer ausgestrahlt? Das geht immer von 11 Uhr mit dem Magazin bis 2 Uhr nachts. Ja. So, und es war so einer der letzten Orte für redaktionelles Musikradio. Ich mache das ja seit 2008 im Rahmen von ByteFM auch online. Das ist ein Sender, ByteFM, der auch in Hamburg, da sitzt der im Heiligen Geistfeld in dem Bunker. Den hat ein Kollege von mir, Ruben Jonas Schnell, 2008 gegründet, weil er unzufrieden war mit der Entwicklung des öffentlichen und rechtlichen Radios. Und hat halt gesagt, hey, dann gehen wir halt ins Internet. Und jetzt machen wir da für Gottes Lohn, die meisten von uns, also für umsonst, redaktionelles Musikradio, weil wir die Musik lieben, weil wir wollen, dass die bleibt. Die Gebühren werden für Dudelfunk ausgegeben. Das ist jetzt sehr polemisch zugespitzt. Aber ich finde, es ist ein Problem. Ich finde, es ist eine Aufgabe von öffentlich-rechtlichen Medien, auch die Vielfalt der Musikkultur darzustellen und in einem reichen Industrieland wie Deutschland,
in einem der reichsten Länder der Welt muss es möglich sein, irgendwie Mittel zusammenzukratzen, um redaktionelles Musikradio zu finanzieren. So, ich könnte mich aufregen. Ja, ja, ich, da bin ich, oder sind wir, glaube ich, hier alle ziemlich bei dir, was das angeht. Ja, ja. Hast du da eine Ahnung, ist das ein deutsches Phänomen oder ist das, hast du eine Ahnung von anderen Ländern, wie das in skandinavischen Ländern oder in Frankreich läuft oder so? Nein, ich glaube, wir sind da schon auch, die ganze Kulturlandschaft, die subventionierte Kulturlandschaft in Deutschland ist ja einmalig und man sollte sie als, als Errungenschaft begreifen. So, ne? Ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt an andere Länder denken, in andere Länder gucken, dass es da besser wird. Natürlich wird in der Schweiz und zum Teil auch in Österreich mehr Geld für Kultur ausgegeben. So und vielleicht auch noch in anderen Ländern. Ja. Aber ich finde, an der Stelle können wir einfach bei uns bleiben und gucken. Mir war das so wichtig, das einmal zu sagen, das ist eine zivilisatorische Errungenschaft. Ja, und absolut. Ja. Auch so ein Ort wie die Stubnitz, die seit, wir haben eben darüber diskutiert, ich weiß gar nicht seit wann, aber seit Ende der 90er, glaube ich, jedes Konzert hier auf Video dokumentiert, ist natürlich total wichtig. Und das macht ihr ja auch hier, ohne dass ihr ein großes Budget hätte oder ein Fonds, aus dem das alles gespeist ist. Da verdient ja niemand irgendwie sein Geld mit, sondern das macht er ja aus Leidenschaft. Und irgendwann werden die Archäologen kommen und sagen, ah wow, da ist ja das große Musikarchiv, nach dem wir immer gesucht haben. Und es ist an einem Ort, was den Leute irgendwie mit Leidenschaft über Jahrzehnte aufrechterhalten haben. Wobei das auch teilweise die harte Nummer mit ist. Also das ist, ohne Leidenschaft und Idealismus würde das überhaupt nicht aufrechterhalten werden. Und das ist dementsprechend auch schon ein, also für die einzelnen Personen, die da in ihren Dekaden mit am Start sind, ist das eine immense energetische Aufgabe, das zu machen, weil im Endeffekt ist das, braucht das viele Stunden Zeit von vielen Leuten, die und ökonomisch rechnet sich das auf gar keinen Fall irgendwie so. Man macht das, man betreibt das weiter, aber das ist auch immer am Rande, dass man nicht weiß, wie das dann direkt weitergeht oder so. Ja, deshalb sage ich das hier, weil ich das wichtig finde, dass die Leute, die das machen, auch wissen, dass es geschätzt wird und dass es wichtig ist und dass sie sozusagen das Kulturgut dieser Szenen aufbewahren. Das ist ja total interessant, dem begegne ich als Journalist ja auch immer wieder, dass die Spuren von Kulturen oft gar nicht gewürdigt werden. Ne? Also ich kenne mich jetzt zum Beispiel so recht gut mit Latin Music, mit Salsa aus und so weiter oder mit dieser Geschichte von bestimmten Genres aus der afro-karibischen Gegend. Und da gibt es vielfach, auch in afrikanischen Ländern, noch weniger ein Bewusstsein dafür, dass das ja alles sozusagen Kulturgut ist und aufbewahrt werden könnte. So. Da hat natürlich die Digitalisierung einiges dazu beigetragen, dass diese ganzen alten Platten dann eben jetzt einfach von Händlern auch selber digitalisiert werden und so. Aber das ist mir einfach wichtig, dass so ein Ort wie die Stubnitz ist eben gerade deshalb wichtig, weil er Szenen dokumentiert hat, an die sich außer den Beteiligten dann irgendwann auch keiner mehr erinnert oder so. Ne? Also wie ist das? Wie kamst du zu so Latin, zur afro-karibischen Musik so? Ist das schon immer ein Faible von dir oder? Och, ich bin da, 88 hab ich mal eine Reise gemacht und mich hat diese Polyrhythmik sehr interessiert. Ich fand das spannend und habe mir einfach aus jedem Land irgendwie selber eine Platte mit nach Hause geschickt und dann angefangen weiterzumachen. So. Also. Ja. Nimmst du das oder hast du dann das dort, wenn du warst bestimmt auch schon mehrmals dann irgendwie unterwegs, dann gerade der Musik wegen auch so? Es ist ja schon oft auch da so unbürgerliche Orte, die ein bisschen so in den open-minded gedacht werden kann, umgegangen werden kann, in denen auch Dinge passieren, gerade in einem Konzertabend, dann nach einer Bar, Leute treffen sich, verschiedene Musikerinnen von verschiedenen Bands an einem Abend. Klar. Hier bei uns ist ja dann teilweise auch so, dass die alle hier an Bord schlafen so und dadurch geben sich auch wieder neue Schnittmengen, lernen sich Leute kennen, es ist so ein Austausch gibt zwischen verschiedenen Leuten, verschiedener Genres. Das ist ja eigentlich insgesamt ein großer, wichtiger Teil, was auch sowohl die Live-Szene angeht, als Kulminationspunkte so. Wenn du da unterwegs bist hier in Hamburg, wo gehst du da gerne hin oder was machst du da gerne, wenn jetzt gerade nicht mal Corona ist? Tja, ich weiß schon gar nicht mehr. Nein, na klar, ich meine, es gibt irgendwie nach wie vor, ich finde, die Stubnitz ist ein wichtiger Ort. Ich gucke hier sehr gerne Konzerte an, weil es auch eine andere Konzentration hat und so und weil es auch eine andere Beziehung zwischen Publikum und MusikerInnen gibt und innerhalb des Publikums ist so eine offene Situation.
Und ach ja, ich finde nach wie vor, dass Orte wie der Pudel wichtig sind für Musikkultur, für neue Sachen. So bei uns in der Fuchskaserne, wo ich, wie du eben schon gesagt hast, Gründungsmitglied bin, gibt es auch Orte wie den Kachelraum vom Verband oder das Slot, wo ich gerne bin, wo Sachen stattfinden. Also ich gehe eh ungern zu großen Konzerten. Also wenn ich die Musik sehr liebe und die Musikerinnen und Musiker unbedingt sehen will, auf jeden Fall natürlich. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn es ein überschaubarer Kreis ist und wenn es so was Horizontales hat. Ja, also mir geht das auch so. Ich denke, hier geht es auch insgesamt vielen Leuten so, dass gerade auch die Kommerzialisierung von Mega-Events, also so von großen Konzerten, so allein vom Ticketing her, was das dann wirklich kostet, wer bei diesem Ticketing bedient, also so, wo da die Margen eigentlich sind und so weiter. Da gibt es da viele Dinge, über die man sich auch echt stören kann. Ja, ich habe gerade im Urlaub endlich mal das Buch von Berthold Seliger gelesen, was schon von 2013 ist, wo er beschreibt, wie erst die Plattenfirmen den MusikerInnen das Geld geklaut haben und die dann von den Konzertagenturen übernommen werden und die dann sozusagen mit den Ticketing-Agenturen fusionieren, sodass wir, wenn wir heute Musik im großen Rahmen konsumieren, um es mal so auszudrücken, also wenn wir zu großen Konzerten gehen, eigentlich das Monster füttern, weil das große Geld machen wird gemacht an dem unwichtigsten Ort, nämlich da, wo im Internet das Ticket gekauft wird. Ja. Aber das ist doch sozusagen da, wo du am allerwenigsten Risiko hast, wo du am allerwenigsten eigentlich in Wagnis eingehst, dort sozusagen, da ist die Gewinnspanne am größten. Genau, ja. Das ist schon absurd. Das sind allein schon so, wenn du das nach Hause schicken lässt oder sowas, zahlst du ja 4,90 € Versandkosten. Ja, so war auch schon gar kein realer Preis mehr so für eine Versandgeschichte. Ja, und so zieht sich das dann auch über die Prozente noch weiter hoch. So. Ja, ja, klar, das stimmt. Du hast gerade von Fuchskaserne gesprochen, so das ist, erzähl mal, was ihr da macht, was euer Ziel dabei auch ist. Also die Fuchskaserne, das ist die ehemalige Viktoria-Kaserne, ein preußischer Militärbau des späten 19. Jahrhunderts, als Altona preußisch war, gab es ein großes Kaserngelände und von diesem Kaserngelände ist eigentlich nur noch eine Ecke, nämlich diese ehemalige Viktoria-Kaserne übrig geblieben und als 2010 einige werden sich daran erinnern, IKEA nach Altona kommen sollte, da regte sich Protest und unter anderem dagegen, dass in dem Frappant-Gebäude in Hamburg-Altona die Künstlerinnen und Künstler, die dort gearbeitet haben, dass die weg sollten. Und die haben dann auf den politischen Druck hin, haben wir es geschafft, die Stadt dafür zu überzeugen, einen Teil dieser ehemaligen Kaserne abzugeben. Erstmal zu einer günstigen Miete und dann haben wir lange verhandelt und haben eine Genossenschaft gegründet 2013, die Fuchs EG, und haben 2015 dieses Gebäude mit ungefähr 9000 Quadratmetern, also ähnlich wie das Gängeviertel, haben wir von der Stadt zu einem verträglichen Preis gekauft und entwickeln ist seitdem sozusagen. Also ihr seid Eigentümer? Ja, wir sind als Genossenschaft Eigentümer des Gebäudes, verwalten es gemeinsam und entwickeln es gemeinsam und versuchen da halbwegs günstige Mieten für Ateliers und Gewerberäume herzustellen und eben auch Kulturorte, öffentliche Orte bereitzustellen. Genau, da ist mein Büro, da mache ich Musik, da bin ich engagiert. Ja. So, genau. Ja. Ja, das ist eigentlich ein Ort gewesen, ein Ort, der aus der sogenannten Recht auf Stadtbewegung in Hamburg entstanden ist, die so 2009 losgegangen ist und war so ein Versuch, eben, sagen wir mal, die Proteste gegen Gentrifizierung umzumünzen in was Bleibendes, sozusagen selber einen Ort zu schaffen, in dem Sachen möglich sind, die vielleicht anderswo nicht möglich sind. Ne? Weil natürlich hätte diese Kaserne auch abgerissen werden können. Das war eine Option für, was weiß ich, Wohngebäude oder stellen wir uns vor, Mövenpick hätte daraus ein Hotel gemacht, dann wäre das Ding einfach verloren gewesen. Ja. Und insofern haben wir uns da quasi selber einen Ort geschaffen. Also das ist nicht nur auf Zeit gerettet, sondern jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit ohne. Es gehört uns ja, ne? Also und es ist auch vertraglich so geregelt, dass wir das Gebäude jetzt nicht selber kommerzialisieren dürfen. Wir können es jetzt nicht teuer verkaufen oder so, sondern das ist ein Ort, an dem auch in Zukunft genossenschaftlich gewirtschaftet und gearbeitet werden soll. Ja.
mit den Nachbarn darum, das ist alles fein? Also so, oder habt ihr auch teilweise irgendwie, wir erleben das jetzt gerade so, es gibt den Zuzug hier direkt, die Kalkkante war ja bis vor 2-3 Jahren noch in Industriebrache oder Leerstand einfach so, da gab es gar nichts, jetzt werden die Häuser hochgezogen, Anwohner kommen her, Anwohner haben es gerne ruhig und still und leise und gemütlich abends irgendwie so, da ist ein Kulturort ja in der direkten Nachbarschaft eigentlich ja ein Ärgernis, Leute kommen, gehen, ja. Laut. Also wir sitzen da mitten im Wohngebiet im Helenenviertel in Altona und natürlich beschweren sich auch mal Nachbarinnen und Nachbarn, aber insgesamt versuchen wir durch Selbstdisziplinierung, also nicht nachts grölend an der Straßenecke stehen und Schallschutz so das in den Griff zu kriegen, und mein Eindruck ist, dass viele Nachbarinnen und Nachbarn das auch schätzen, dass es diesen Ort gibt, an den man, zu dem man hingehen kann. Wir organisieren da auch ein Straßenfest mit und wir versuchen irgendwie so ein bisschen diese Nachbarschaft dann auch für alle interessanter zu machen. Mhm. Also die Durchvermarktung in Hamburg oder auch die kreative Klasse, die da gerne mal verdrängt wird, irgendwie so, da habt ihr eine kleine Oase für euch so geschaffen. Ja, um korrekt zu bleiben, ist ja die kreative Klasse diejenige, die sowohl verdrängt als auch selbst verdrängt wird. Also wir sind ja dann gerne mal die Pioniere, die irgendwo hingehen an einen Ort, der noch nicht so erschlossen ist und irgendwie das aufgegebene Ladenlokal zum Atelier machen. Und dann plötzlich wird Neukölln oder das Karow-Viertel oder Altona, ein bestimmter Stadtteil wird dann interessant und dann wollen andere Leute da auch wohnen. Ja. Inzwischen wird ja auch in Immobilienanzeigen offen damit geworben, dass meine Nachbarschaft an interessanten Szenen lebt. Und in dem Maße, wie Künstlerinnen und Künstler daran mit das machen, wirken sie natürlich auch in ihrer eigenen Verdrängung mit. Das war ein Thema von Not in Our Name, Marke Hamburg, was wir vor 10 Jahren verfasst haben, um auf diese Rolle, auf diese politische Rolle von der Künstlerinnenschaft aufmerksam zu machen. Ja. 10 Jahre nach dem Manifest, wie siehst du die Lage dann jetzt gerade hier? Also jetzt am Wochenende war in Berlin irgendwie vom Syndikat, das wird jetzt auch geräumt. Da gibt es viele linke Projekte oder alte Projekte, die seit Jahrzehnten da sind, die eigentlich vor der Räumung stehen, auch aufgrund von Immobilienaufkäufen von irgendwelchen, ich sage jetzt mal auch ganz polemisch, von irgendwelchen Milliardärsfamilien oder sonst irgendwas. Also ich habe das Gefühl, dass es gelungen ist, zumindest in Hamburg und auch in Berlin zum Teil, Aufmerksamkeit in die richtige Richtung zu lenken. Also dass auch PolitikerInnen und Politikern bewusst ist, dass es ihre Aufgabe ist, solche Orte mitzuerhalten. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, hatten wir so ein Zeitfenster 2009, 2000 bis 2011 oder so, wo es möglich war, bestimmte Orte zu erobern. Und es wird nicht einfacher, dies zu tun. Also das Gängeviertel der 10er Jahre, da bin ich mal gespannt, was das in Hamburg sein könnte. Die Orte werden ja auch immer rarer, ne? Ja. Ja, das ist auch so mein Eindruck, dass im Endeffekt, also Dinge, die es schon lange gibt, die kann man eventuell retten und weiter überleben lassen, aber neue Orte zu erschließen, die in einer geografisch interessanten Lage noch sind, nah genug dran sind, aber noch günstig genug sind, sie zu belegen, so, das ist eine große Herausforderung. Aber trotzdem reden wir natürlich bei bestimmten Stadtentwicklungsfragen, gibt es da auch eine Aufmerksamkeit, dass man sieht, okay, in Wilhelmsburg wird dann über die Ferienhöfe gesprochen und wie könnte das werden und so weiter. Oder am Diebsteich wird über das Postareal da gesprochen und man guckt, man sitzt so ein bisschen mit am Tisch und es ist nicht von vornherein klar, dass das jetzt eh bloß Investitionsobjekt ist. Also wir haben sozusagen, ich würde schon sagen, dass es da inzwischen in der Politik auch eine kleine Lobby gibt, die sieht, dass sowas wichtig ist, damit eine Stadt interessant bleibt, damit die Leute sozusagen, die eine Stadt interessant machen, da auch bleiben können. So, ne? Das ist auch gerade ein interessanter Punkt, denke ich. Also wenn es da schon anfängt, eine kleine Lobby zu geben oder so, was sich da auch über die Jahre jetzt an Bildungsarbeit oder an Verständnis und Empathie entwickelt hat, jetzt mit Corona, jetzt gerade ist es so, dass Kulturschaffende, Kunstschaffende, Musikstätten, so, dass erstmal alles stillgelegt. Ja. Die Querfinanzierung mit irgendwelchen Partys, die man gemacht hat, irgendwie so größere Veranstaltungen, gesellige Veranstaltungen, das funktioniert jetzt erstmal auf längere Zeit mal gar nicht mehr. Das heißt, qualitative Konzertveranstaltungen, es ist eine große Frage der Finanzierung, wie das dann gehen soll. Also auch wir hier haben das im Endeffekt oft so gehalten, dass man dann über größere Veranstaltungen dort wieder Gelder abzwacken kann, um dann wieder qualitative Konzerte zu fahren. So. Ja, siehst du da eine Bewegung in Hamburg, dass da auch, dass sich da Möglichkeiten, Fördertöpfe oder Interessen auftun, dass man das gemeinsam versucht, auch über Corona hinweg zu retten? Oder?
Ich sehe es noch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir noch führen müssen. Also natürlich wird jetzt Geld in Kultur gesteckt, was sonst nicht in Kultur gesteckt worden wäre. Aber dass das längerfristig quasi einen Paradigmenwechsel bewirkt, also dass wir sozusagen sagen, okay, alles klar, die Zeit der Querfinanzierung, Techno-Party finanziert Experimentalkonzert, ist over. Wir brauchen jetzt sozusagen neue Budgets, eine neue Aufmerksamkeit für Subkultur im Pop oder so. Da bin ich mal gespannt. Das ist eine Sache, die wir, glaube ich, in den nächsten Jahren erstmal, das müssen wir erstmal aufreißen, das Thema. Wirst du da einer der Akteure dafür sein, die da mit aufreißt? Oder? Ich bin ja als Journalist jemand, der erstmal beschreibt und analysiert. Und das wäre so eine Analyse, die ich geben könnte, ob das am Ende andere Leute dazu nutzen, um daraus Politik zu machen, kann ich jetzt nicht sagen. Aber da würde ich auf jeden Fall für plädieren. Ne? Also wer weiß, vielleicht können wir nächstes Jahr hier auch wieder Techno-Partys feiern und alles wird gut. Aber es ist jedenfalls an der Zeit, darüber zu sprechen, ob dieses System der Querfinanzierung überhaupt noch so funktioniert. Ne? Ja. Noch eine persönliche Sache am Schluss. Du hast mit Zimbo warst du hier in den 90er Jahren, 2000er. Wir haben da noch auch eine Aufnahme rausgegraben, die halb defekt ist, aber einige Teile funktionieren davon. Ja. Ist auch so eine kleine Nummer, dass halt in so einem Archiv oder wie was wir so archivieren, es gibt immer auch wieder den Moment, dass dann, es wurde zwar aufgezeichnet, aber es hat ein paar kryptische Fehler mit drin, irgendwie so Übertragungsfehler von irgendwelchen Bändern. Ja. Zimbo, gibt es das noch? Hast du mit dem Projekt noch was zu tun? Oder? Ich glaube, das Konzert von 2003, was ihr da im Archiv habt, ist, meine ich, das letzte oder eines der letzten, die wir gegeben haben. Die Band hat sich dann aufgelöst, aus persönlichen Gründen. Und ich habe es mir auch nochmal angeschaut und muss sagen, das war toll. Also ich bin froh, dass ihr das damals aufgezeichnet habt. Das ist, glaube ich, die einzige Live-Aufnahme von diesem Programm, was wir damals gemacht haben. Es war eine ganz besondere atmosphärische Musik und freue mich, dass es das noch gibt. Ja. Genau. Ja, und ich denke auch gerade bei was, da wird man noch reinschauen können und auch bei Estrellas De Carla. Mhm. Ich habe den Videoclip auch angeschaut, also recht humorvoll, recht witzig. Ja. Wir haben da einfach das Programm Zoom und diese Greenscreen-Funktion von Zoom benutzt und haben auf die billigste Art und Weise ein Video gemacht, in dem wir einfach selber Hintergründe hochgeladen haben. Ja. Naja, wird das auch, ist das eine reine Online-Geschichte oder wollt ihr das auch mal irgendwie live noch? Estrellas De Carla ist eine Live-Band, ja. Wir spielen gerne und jetzt ist es halt, also das ist eine Band, da wird viel geschwitzt und da ist man eng beieinander, das geht leider in diesen Zeiten nicht. Ja, ja. Das ist wohl so. Ja, wenn es mal wieder soweit sein sollte, ne? Also die Einladung steht auf jeden Fall so. Danke, Kommt gerne vorbei hier. Und, ja, freue ich mich. Ja. Und ansonsten, ich danke dir für das Gespräch. Danke dir für die Einladung. Ein paar Einblicke gibt das auf jeden Fall. Ja. Genau, und ich freuen wir uns auf die nächsten Nummern, die noch kommen, so vor, während oder nach Corona oder vom nächsten pandemischen Ereignis. Man weiß ja nicht, was noch alles kommt. Ne? Alles klar. Gut, okay. Danke. Danke. Bailamos salsa y son.
las calles y cerraron el bar. Yo no tengo detalles, pero me quedo acá. Si limpia el planeta y a mí me falta la plata, me dejaste un par de discos en la puerta. Yeah.